Lieber Stanislav Tillich, lieber Michael Kretschmer, liebe Landtagsabgeordnete und Kandidaten, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Herr Landtagspräsident und vor allen Dingen aber liebe Bürgerinnen und Bürger von Grimma und auch aus der Umgebung. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen zu sein und 10 Tage vor der Landtagswahl noch einmal mit Ihnen darüber zu reden, worüber Sie entscheiden, was für Sie sozusagen auf dem, nicht nur auf dem Wahlzettel steht, sondern auch auf dem Spiel steht. Dann schauen Sie, ja, es gibt überall Kandidaten, die arbeiten leidenschaftlich für Sie. Die haben ihre Tätigkeit zum Teil schon im Landtag gemacht und sich für Grimma und für andere eingesetzt. Aber es ist letztendlich ja die Wahl, die Sie für sich und Ihre Familien treffen. Ob Sie Stanislav Tillich wieder das Vertrauen geben oder ob Sie sich für jemanden anders entscheiden, davon hängt letztendlich ab, wie sich Sachsen in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und Peter Tauber hat es eben gesagt, wenn man heute mal Bilanz zieht, wenn man sich die Verschuldung pro Kopf anguckt, wenn man sich die Arbeitslosigkeit anguckt, wenn man sich den Stand von Wissenschaft und Forschung anschaut, wenn man sich anschaut, wo jemand in der PISA-Studie auf welchem Platz ein Land steht, dann sehen Sie Unterschiede. Und da ich nun aus Mecklenburg-Vorpommern komme und finde, dass die auch so intelligent sind wie die Sachsen, was ich hoffe, was Sie auch finden, muss es ein bisschen was, na, bei den Sachsen weiß man das nicht, die sind auch, haben so ihren eigenen Stolz, aber dann muss das auch was mit den politischen Weichenstellungen zu tun haben. Und ob sich Bundesländer erfolgreich oder weniger erfolgreich entwickeln, das hat natürlich auch was mit der Regierung in Berlin zu tun. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen mit Stanislav Tillich, wie wichtig das ist, dass ein Landesvater auch sieht, wo Entscheidungen für sein Land getätigt werden. Und da bin ich neulich mal gefragt worden von einer Zeitung, Stanislav Tillich würde gar nicht immer in den Schlagzeilen auftauchen, wenn einer sagt, X und Y kritisieren Merkel. Und da würde ich sagen, ja, das hält sich in Grenzen. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht ganz klar zu mir, zu anderen Kollegen der Bundesregierung kommt und sagt, passt mal auf, in Sachsen steht das und das an. Das muss entschieden werden und hier brauchen wir eure Unterstützung. Und wenn wir hier in Grimma sind, dann ist vielleicht ein Thema, das ja für Sie alle wirklich von allergrößter Wichtigkeit ist. Wie können wir diesen wunderschönen Fluss Elbe, Mulde, uiuiui, also bei der Elbe, wie können wir die Mulde noch vor der Elbemündung sozusagen, Einmündung in die Elbe, wie können wir den zähmen? Und als ich gerade so drüber geflogen bin, die Elbe ist im Augenblick auch nicht viel größer als die Mulde, muss man sagen. Da bin ich mir auch schon drüber geflogen. Jedenfalls, die Mulde macht so einen friedlichen Eindruck. Und wenn man dann hier durch die Straßen läuft und die Hochwassermarken sieht, dann kann man nur sagen, was haben die Menschen hier doch an Ängsten ausgestanden? Was ist da passiert in 2002 und dann 2013 wieder? Aber schon 2013 konnten wir sehen, dass vieles geschafft war. Aber jetzt sind wir eben noch nicht am Ende. Und der Hochwasserschutz muss weiterentwickelt werden. Und zwar nicht nur hier in Grimma, sondern in vielen Teilen Sachsens, in Sachsen-Anhalt und in anderen Teilen. Und das geht nur, wenn Bund und Land ganz eng zusammenarbeiten. Und Stanislav Tillich hat da immer ein Auge drauf. Aber er hat genauso ein Auge drauf, dass Arbeitsplätze entstehen in Sachsen. Und da hat Sachsen wirkliche Perlen, die deutschlandweit wirklich einmalig sind. Wenn ich nur an die Mikroelektronik in Dresden denke und an vieles andere, Maschinenbau in Chemnitz. Und wir müssen gucken, und davon profitieren ja auch die kleineren Städte immer wieder, wenn sich Arbeitsplätze entstehen, dass wir das halten in Deutschland, dass wir uns darum kümmern. Und der internationale Wettbewerb, der ist so hart. Da ist so viel zu achten und zu tun. Und Stanislav Tillich ist der Erste, der nach Fördermitteln schaut, wo kann man in Europa was bekommen, wie kann man gute Kontakte knüpfen,
Wie kann man was tun für die Wirtschaft, für die Landwirtschaft, für den Mittelstand, für den Europäischen Sozialfonds? Und da kann ich Ihnen sagen, wo Geld zu verteilen ist, da sind die Sachsen schon immer vorher da. Und das ist auch richtig so, nur so wird man, schafft man das. Im Übrigen nicht umsonst ist Sachsen Freistaat, denn die haben sich vieles von den Bayern abgeschaut. Und Bayern hat immer gezeigt, wie man erfolgreich sein kann. Und heute ist unter den neuen Bundesländern Sachsen ein Vorbild. Aber Sachsen ist nicht nur unter den neuen Bundesländern ein Vorbild, sondern vieles, was hier geschafft wird, die Schulabschlüsse, die Studienabschlüsse, das Ranking der Unis, der Hochschulen, der Fachhochschulen, das ist deutschlandweit Spitze. Und das haben wir nicht bei allen neuen Bundesländern in dem Maße. Und deshalb sage ich, wir müssen diesen Erfolgskurs für Sachsen fortsetzen. Und sag, wie bitte, was ist viel zu wenig? Ja, es gibt immer noch was zu verbessern, aber ich muss Ihnen einfach sagen, die sächsischen Ergebnisse aus den Schulen, die sind unter den PISA-Studien die besten und jetzt kann man das Gute immer noch besser machen und noch besser machen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, der Erfolgskurs, der hier in über 20 Jahren gelegt wurde, den darf man nicht aufs Spiel setzen. Und Stanislaw Tillich und seine Landesregierung gehören auch nie zu denen, die sagen, jetzt haben wir irgendwo einen Spitzenplatz, jetzt ruhen wir uns aus. Sondern man sagt, die Menschen hier sind fleißig, sie wollen etwas schaffen. Und wenn wir nicht mehr 13% Arbeitslosigkeit haben, wie im letzten Landtagswahlkampf, sondern nur noch 8,4, dann wollen wir das auch verbessern, denn solange noch einer arbeitslos ist, der gerne arbeiten möchte, haben wir eine Pflicht dafür, Sorge zu tragen, dass sich das verbessert. Und deshalb muss dieser Erfolgskurs fortgesetzt werden, meine Damen und Herren. Und Sachsen hat Zukunft. Hier heißt es mit Mut und mit Weitsicht. Sachsen investiert, aber Sachsen hat gleichzeitig einen ausgeglichenen Haushalt. Was heißt das? Das heißt da nichts anderes, als dass man in Sachsen nicht auf Pump lebt. Und noch mehr, weil die Landesregierung weiß, dass die Menschen im Durchschnitt älter werden, dass wir weniger junge Menschen haben, passt die Landesregierung auf, dass auch Schulden jedes Jahr zurückgezahlt werden in einem bestimmten Umfang und dass damit die Verschuldung pro Kopf nicht anwächst. Das heißt, wir hinterlassen in Sachsen unseren Kindern und sie ihren Kindern und Enkeln in Zukunft nicht größere Schuldenberge, sondern sie achten darauf, dass sie heute das erwirtschaften, was sie auch verbrauchen. Und das ist echte Zukunftspolitik. Das ist aber auch Politik, die kinderfreundlich ist, die jugendfreundlich ist, die jungen Menschen eine Heimat gibt und die sagt, auch die nächste und die übernächste Generation sollen wieder in Straßen, in Unternehmen, in Schulen und in Kindertagesstätten investieren können. Und deshalb macht die Landesregierung eine zukunftsfreundliche Politik, meine Damen und Herren. Und ich habe eben davon gesprochen, ja, wir werden und sind ein Land, in dem wir mehr ältere Menschen haben. Und wir freuen uns auch, dass die Älteren heute älter werden und dass sie auch nach der Arbeitszeit noch ein sehr erfülltes Leben als Großeltern, als Seniorinnen und Senioren, wie man sagt, oder Rentnerinnen und Rentner haben können. Und wenn wir sicherstellen wollen, dass die Generationen zusammenhalten, dass die Jüngeren Zukunft haben und die Älteren den verdienten Lohn auch für das, was sie in ihrem Arbeitsleben und in dem, was sie für unser Land geleistet haben, eine Sicherheit haben, dann brauchen wir viele Arbeitsplätze, damit die Pflege finanziert ist, die Rente finanziert ist, ein vernünftiges Gesundheitssystem finanziert ist. Und wir wissen alle, dass das auch natürlich großer Anstrengungen bedarf. Medizinisch kann heute mehr gemacht werden, als das früher der Fall war. Und wir wollen, dass alle am medizinischen Fortschritt teilnehmen. Wir werden zum Beispiel die Ausgaben und die Möglichkeiten der Pflegeversicherung erweitern. Viele von Ihnen wissen doch,
Fast jeder kennt in seiner Familie jemanden, der pflegebedürftig ist. Da wird Großartiges geleistet von den Angehörigen. Aber die Angehörigen wollen noch unterstützt werden. Und wenn ein älterer Mensch im Pflegeheim ist, dann möchte man, dass man dort ordentlich betreut wird. Wir wissen, dass viele demenzkrank sind. Die sind bis jetzt in der Pflege noch nicht richtig betreut worden. Und wir haben uns durch viele Arbeitsplätze jetzt die Möglichkeit erwirtschaftet, dass wir auch für die sozialen Sicherungssysteme mehr investieren können, als wir das früher konnten. Und das ist gut für die Menschen, die unser Land mit aufgebaut haben, meine Damen und Herren. Und so geht es eigentlich darum, dass wir gerade auch in einem Land wie Sachsen Jungen, den jüngeren Familien, denen, die im Arbeitsleben stehen und den Älteren gleichermaßen sagen, das ist eure Heimat und hier sollt ihr euch sicher fühlen. Und wenn ich bei dem Thema Sicherheit bin, dann weiß ich, dass es in Sachsen große Sorgen gibt. Sie haben Nachbarn und sie haben Sorgen vor Kriminalität, die durch diese Nachbarschaft über die Grenze kommt. Und selbst in Grimma spielt das, habe ich mir sagen lassen, eine Rolle, obwohl das nun ja nicht direkt an der Grenze liegt. Aber es ist ein Thema. Und da kommt ein Thema ins Spiel, was auch ganz wichtig ist. Schauen Sie, Stanislav Tillich ist hier in Sachsen verantwortlich. Aber es ist auch wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten. Und das tun wir. Und Thomas de Maizière als unser Innenminister hat jetzt Grenzabkommen abgeschlossen oder ist dabei, noch darüber zu sprechen, um eben durch gemeinsame Polizeiaktionen auch wirklich sicherzustellen, dass die Kriminalität besser bekämpft wird. Denn was nützt der schönste Wohlstand, wenn man sich in einem Land nicht sicher fühlen kann? Und ich sage ganz deutlich, da müssen wir noch weiter arbeiten. Aber es wird angepackt und es ist etwas, wo Sachsen und die Bundesregierung ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, wir sind ein gastfreundliches Land. Deutschland ist das und die Sachsen allemal. Aber wir sagen natürlich auch, wenn Menschen illegal zu uns kommen, wenn Menschen kriminell sind, dann muss der Staat auch hart gegen diese Menschen vorgehen. Da kann es kein Pardon geben, sondern da müssen wir unsere Gesetze einsetzen. Denn Gastfreundlichkeit und Gemeinsamkeit mit anderen, auch in einem vereinigten Europa, kann es nur geben, wenn alle sich an Recht und Gesetz halten. Und meine Damen und Herren, damit wende ich meinen Blick auch schon ein Stück weit über unsere Grenzen hinweg, denn wir spüren ja alle, letztendlich sind wir als Deutschland, aber auch gerade als ein Land wie Sachsen, das viele Mittelständler hat, viel mit den Weltmärkten verbunden ist, die exportieren, die sind eingebunden in den internationalen Handel, dass wir auf ein gemeinsames Miteinander angewiesen sind. Das bietet uns die Europäische Union. Bei allen Problemen ist sie gut für Deutschland. Und ich glaube, wir sind auch bislang ganz gut durch die schweren Jahre gekommen, in denen wir um die Stabilität des Euro fürchten mussten. Aber ich glaube, wir sind auch einer Meinung, dass es richtig war zu sagen, wer von Deutschland Unterstützung bekommt. Und wir haben das gerne gemacht, weil wir selber wissen, dass ein stabiler Euro in unserem eigenen Interesse ist. Wer von Deutschland Unterstützung bekommt, der muss auch bereit sein, zu Hause seine Hausaufgaben zu machen. Solidarität und gleichzeitig Reformen machen, das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und wenn Sie diesen Kurs fortsetzen wollen, dann tun Sie gut daran, Stanislav Tillich zu unterstützen, die sächsische Landesregierung war immer für diesen Kurs, und gleichzeitig auch die CDU in der Bundesregierung zu unterstützen. Denn wenn ich mir so manche Debatten anhöre in Europa, dann heißt es im Augenblick wieder ein bisschen mehr Schulden, ein bisschen mehr ausgeben und dann wird alles schon gut werden und dann wird die Wirtschaft schon wachsen. Nein, meine Damen und Herren, Sachsen gehört zu den erfolgreichsten neuen Bundesländern Deutschlands und zu den erfolgreichsten Ländern überhaupt in Deutschland. Und in Sachsen hat sich gezeigt, man muss keine Schulden machen, um erfolgreich zu sein und die Arbeitslosigkeit abzubauen.
beides sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Solides Wirtschaften und erfolgreich Wachstum schaffen. Das ist unsere Devise und nicht auf Pump leben. Aber nun gibt es ja nicht nur die Handelsbeziehungen in die Europäische Union, sondern auch zu anderen Ländern. Und wenn wir in diesen Tagen und Sie abends fernsehen, dann sehen Sie ja, dass wir in einer sehr unruhigen Welt leben. Und deshalb möchte ich Ihnen zurufen, es ist auch wichtig, dass wir unsere Politik fortsetzen können. Und mit einer starken CDU in Sachsen können wir das, die darauf setzt, dass wir mit anderen Gespräche führen, dass wir anderen aber auch laut und deutlich sagen, dass sich jeder auch an Recht und Gesetz halten muss. Und es ist wichtig, dass wir eintreten, wo immer das geht, Konflikte friedlich zu lösen. Wir wollen und werden keine Soldaten zum Beispiel in den Irak schicken. Wir werden keine Soldaten einsetzen, um die Konflikte zwischen der Ukraine und Russland zu bewältigen. Aber wir werden auf jeden Fall alles daran setzen, der Diplomatie eine Chance zu geben, den Gesprächen eine Chance zu geben. Immer wieder versuchen, dass Konflikte friedlich gelöst werden. Das ist die Aufgabe, der sich die Christlich-Demokratische Union voll verschrieben hat, meine Damen und Herren, damit wir weiter in Frieden und Freiheit leben können. Und in diesem Jahr denken wir ja auch zurück, welches Glück wir hatten, 1989, 90. Wir konnten damals mit dem Mut der Menschen, die auf die Straße gegangen sind, doch dann zum Schluss unsere Wünsche umsetzen. Michail Gorbatschow hat keine Einsprüche erhoben zum Schluss. Er war einverstanden, zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten, mit dem französischen Präsidenten und Großbritannien, dass die deutsche Einheit stattfinden konnte, weil sie der Wunsch der Menschen in Deutschland war. Und ich glaube, bei allen Problemen, die wir haben, bei allem, was noch nicht so perfekt ist, wenn Sie sich heute mal umgucken und auch am 31. zur Wahl gehen und sagen, wie war das vor 25 Jahren, dann werden die meisten sehen, dass es doch echt vorangegangen ist, dass es sich gelohnt hat. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, am meisten freue ich mich immer, wenn ich sehe, wie die jungen Menschen aufwachsen können heute. Viele von Ihnen, die heute auf dem Platz sitzen, die wissen doch noch, was man sagen konnte und was man nicht sagen konnte. Wie viel Ärger man hatte, wenn man irgendwas rumgemeckert hat. Was da los war, wie viel Zeit man verbracht hat, indem man nach dem und dem angestanden hat. Was das alles war und wenn der Vater oder der Großvater was gemacht hat, mussten die Kinder gleich drunter leiden. All das ist heute nicht mehr. Heute hat man die Schwierigkeit, dass man sich selbst entscheiden muss, ja. Aber vergessen Sie nie, wenn andere dauernd für Sie entscheiden, ist es mit Sicherheit schlechter. Und deshalb lohnt es sich. Und deshalb lohnt es sich, diesen Weg weiterzuführen. Und es kommt noch etwas dazu. Wie konnten wir denn unsere Heimat damals darstellen? Wenn man schon gesagt hat, man ist Sachse, ist man schräg angeguckt worden. Die Sachsen haben es nur durch ihre Sprache geschafft, dass man sie immer erkannt hat. Da war nichts dran zu machen. Aber wenn man versucht hat, in die Geschichte hineinzugehen, sich zu überlegen, welche Traditionen haben wir, was unterscheidet uns von anderen, Heimatvereine, Schützenvereine, was immer man ehrenamtlich machen kann, das alles war doch so eingeschränkt und das, muss ich Ihnen sagen, finde ich heute das Schönste. Man kann sagen, woher man kommt, und man kann dann anschließend darüber sprechen, wie wollen wir unsere Heimat auch weiterentwickeln. Was gefällt uns? Was ist das Einmalige an dem, was wir haben? Wo unterscheiden wir uns von anderen? Wir, die Christlich-Demokratische Union, haben nicht das geringste Interesse, alles gleich zu machen. Wir sagen, das Leben ist besonders schön, wenn sich jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Fertigkeiten, mit dem, was er kann, einbringen kann in die Gesellschaft und frei entfalten kann. Das ist unser Ziel und da sind die Sachsen schon ziemlich weit gekommen, meine Damen und Herren. Und wir, die Christlich-Demokratische Union, sagen, die das aus eigener Kraft nicht alleine können,
denen sollen die Stärkeren helfen, dass das auch für diejenigen, die schwächer sind, möglich ist. Das ist soziale Marktwirtschaft. Und so werden wir auch weiter unsere Politik machen. Und deshalb rufe ich Ihnen zu, unterstützen Sie Stanislaw Tillich und seine Mannschaft. Unterstützen Sie Ihre Kandidaten für das Landtagsmandat, damit die sich einsetzen. Für Grimma und Umgebung. Und gehen Sie vor allen Dingen zur Wahl. Sie werden jetzt immer wieder hören, ach, die CDU steht ganz gut da in Sachsen. Das reicht nicht. Ob das in der Zeitung gestanden hat oder die Umfragen sagen oder sonst was. Sondern zählen, das ist das Schöne an der Demokratie, zählt zum Schluss nur die Stimme, die in der Wahlurne ist. Und die kann man schon ein paar Tage vorher abgeben, können Sie heute noch zur Wahl gehen, ist egal. Hauptsache, einmal müssen Sie die Kreuzchen gemacht haben. Und Stanislaw Tillich hat gesagt, wie das geht bei den vielen antretenden Parteien. Und wenn Sie es glauben, und Sie können es ja mit Ihren Familien, mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Kollegen, mit Ihren Freunden noch mal diskutieren, fragen Sie sich, mit wem glauben wir, dass es uns in ein paar Jahren besser geht? Mit wem glauben wir, dass Sachsen noch weiter seine vordere Stelle im Reigen der Bundesländer hat? Mit wem glauben wir, dass wir unsere Heimat am besten entwickeln können? Und wenn Sie glauben, für sich und Ihre Familie, für Ihre Kinder, für Ihre Enkel, dass die Christlich-Demokratische Union da eine gute Wahl ist, dann empfehle ich Ihnen, wählen Sie auch. Gehen Sie zur Wahl. Sonst ärgern Sie sich nur, wenn hinterher alles anders käme. Ich darf Ihnen aus voller Überzeugung sagen, ich möchte, dass Ihr Landesvater Stanislaw Tillich bleibt. Ich möchte, dass wir beide weiter zusammenarbeiten können und Sachsen zu einer Perle in Deutschland, die es heute schon ist, immer wieder weiterentwickeln können. Andere schlafen auch nicht. Man darf nicht ruhen. Aber Stanislaw Tillich wird niemals ruhen. Und deshalb, ja, so kenne ich ihn. Selbst wenn man irgendwie abends müde ist, sagt er, jetzt habe ich nur noch ein Problem, aber schnell noch eins. Und vielleicht noch ein halbes dazu. Und in diesem Sinne, wählen Sie, gehen Sie zur Wahl und unterstützen Sie die Christlich-Demokratische Union. Herzlichen Dank, damit es Sachsen auch weiter richtig gut geht, meine Damen und Herren.